Frau Vizepräsidentin, meine Damen und Herren, liebe Bürger, die Pandemie ist vorbei. Im Ausland weiß man das schon länger. Und inzwischen haben es auch verschiedene Landesregierungen verstanden, nämlich in Baden-Württemberg, in Bayern, Hessen und Schleswig-Holstein. Diese Länder wollen die unsinnige Isolationspflicht bei SARS-CoV-2 positiv getesteten Personen aufheben. Und wie wir auch schon hörten, Schleswig-Holstein will wohl auch ab nächstes Jahr die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr aufheben. Ein längst überfälliger Schritt, denn mit Omikron ist Covid zu einer normalen Atemwegserkrankung geworden. Ungefährlicher als die Grippe, das zeigen aktuelle Statistiken. Nur unsere grüne Gesundheitsministerin bleibt in der Corona-Dauerschleife hängen. Da frage ich mich immer, aus Lebensangst oder weil sich Corona so besonders gut eignet, Menschen zu bevormunden. Beides sind ja Kernthemen der Grünen. Und eine teure Ideologie, die wir uns da leisten, eine teure Corona-Ideologie, die wir uns aber nicht weder politisch noch wirtschaftlich leisten sollten. Denn allein die neue Impfkampagne, soll dem Steuerzahler 3,6 Millionen Euro kosten. Ich wiederhole nochmal, 3,6 Millionen Euro wurden im Haushalt 2023 für die Impfkampagne eingestellt. Geld, was an anderer Stelle viel dringender gebraucht würde und jetzt einfach verbrannt wird. Denn es gibt kaum noch Brandenburger, die sich impfen lassen wollen. Und für die paar Auffrischimpfungen braucht man das Geld nicht so aus dem Fenster werfen. Jeder, der will, kann sich seinen Pieks in einer Praxis geben lassen, denn der behandelnde Arzt weiß am besten, was gut für den Patienten ist und kann beurteilen, ob so eine Impfung für den Patienten Sinn macht oder nicht. Meine Damen und Herren, ich sage es noch einmal, die Pandemie ist vorbei. Die Krankenhäuser haben doch ganz andere Probleme momentan, nämlich die hohen Energiepreise und der Personalmangel. Und wenn unsere Ärzte mit den Nachwehen der Pandemie zu kämpfen haben, dann doch wegen der unerforschten Nebenwirkungen. Diese müssen nämlich den Gesundheitsbehörden gemeldet werden und auch ausgewertet werden. Aber das passiert derzeit selten oder auch gar nicht. Dafür gibt es natürlich Gründe. Die überbordende Bürokratie belastet natürlich Ärzte, sowohl in den Praxen als auch in den Kliniken. Aber bei den Impfnebenwirkungen spüren viele Ärzte noch etwas ganz anderes, nämlich ein staatliches Tabu. Eine unmögliche Tatsache. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Die Chefs in den Behörden, die wollen es nicht hören. Und auch die Landesregierung will das nicht ganz so genau wissen. Das konnten Sie heute Vormittag in der Fragestunde hautnah miterleben. Aber mit Ignoranz werden Sie das Problem nicht aussitzen können. Überall im Land gibt es Betroffene, vor allem junge Leute. Junge Frauen sind es, und die finden keine Anlaufstelle. Ich erhalte Mails von diesen Menschen, vielfach eben junge Frauen, und sie erzählen mir ihre Ärzte-Odyssee und davon, wie alleingelassen sie sich fühlen. Viele haben nach der Impfung neurologische Probleme. Entweder Probleme wie mit Long-Covid-Symptomen oder auch Probleme mit Blutgefäßen. Doch offiziell will das den Menschen keiner bescheinigen, dass das mit der Impfung zusammenhängen könnte. Erst vor kurzem ist mir ein ganz besonders tragischer Fall zu Ohr gekommen. Da war eine ganz junge Frau, 18 Jahre alt. Sie bekam empfohlen die zweite Auffrischimpfung und danach massive Herz-Kreislauf-Probleme. Sie musste dabei dann ins Krankenhaus und ist dort überraschend verstorben. Und die Eltern haben darauf gedrängt, eine Obduktion einzuleiten bei diesem unklaren Todesfall. Aber die Ärzte hatten dort die Obduktion wohl abgelehnt, was völlig unüblich ist in so einem Fall. Erst recht, wenn das die Familie wünscht, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Und so wurde die Verstorbene mittlerweile überführt in ein anderes Bundesland und wurde mittlerweile auch obduziert. Und wir warten auf das Ergebnis.
Da frage ich mich doch, wenn ich solche Fälle höre, wie viele ähnliche Fälle gibt es noch? Wie viele enden sogar in Krematorien? Und soll so wissenschaftliche Forschung verhindert werden? Sollen politisch unerwünschte Erkenntnisse vertuscht werden? Das frage ich mich doch. Meine Damen und Herren, trotzdem setzt Brandenburg auf eine neue Impfkampagne. Sogar Schüler sollen wieder damit behelligt werden. Völlig sinnlos, weil die meisten Kinder und Jugendlichen bereits eine Corona-Infektion hinter sich haben und damit gut immunisiert sind. Die Empfehlung für die Kinderimpfung im Sommer 2021, damals noch unter der Delta-Variante, war schon mehr als umstritten. Sie erinnern sich an die Diskussion. Dänemark und Schweden impfen mittlerweile keine Minderjährigen mehr. Dänemark hat sich sogar bei den Kindern entschuldigt, dass es jemals eine Empfehlung für die Impfung gegeben hat. Frau Abgeordnete, lassen Sie eine Zwischenfrage am Mikrofon 6. Ja, gerne. Frau Herr Präsidentin, wenn sich der Breitz, bitte. Frau Präsidentin, herzlichen Dank. Frau Dr. Eulenhausen, Sie beschreiben ja hier mit sehr wortgewaltigen Thesen, worüber Sie Kenntnis erlangt haben. Ich möchte von Ihnen mal bitte belastbar wissen, mit wie vielen Leuten hatten Sie Kontakt, die aus Ihrer Sicht Impfschäden aufzuweisen hatten und wie viele sind davon zu Tode gekommen? Bitte exakt, mit wie vielen Leuten Sie Kontakt hatten und würden Sie da mal näher zur Auskunft geben? Frau Abgeordnete, bitte. Herr Abgeordneter Hünig, Sie haben nicht das Wort. Herr Breitz, ich kann Ihnen sagen, dass mich tatsächlich Dutzende von Mails erreicht haben und auch immer noch erreichen. Dutzende, und dass ich persönlich locker auch ein Dutzend erlebt habe mittlerweile, weil einfach die Leute, diese Menschen haben keine Anlaufstelle. Und dann kommen Sie zur gesundheitspolitischen Sprecherin der AfD und sagen, könnt ihr was für mich tun, könnt ihr mich weitervermitteln? Ja, damit kommen Sie, weil Sie eben keine Anlaufstelle haben. Und deswegen bringe ich auch diesen Antrag ein, weil ich finde, das kann so nicht bestehen bleiben. Und wir brauchen auch belastbare Daten und Fakten. Dafür stehe ich immer. Und deswegen bringen auch Ihre Frage, die verwundert mich, das wäre eine anekdotische Erzählung. Aber wir brauchen harte Daten und Fakten. Und die haben wir nicht unbedingt. Frau Abgeordnete, lassen Sie eine zweite Zwischenfrage von der Abgeordneten Breitz zu. Gut. Bitte sehr. Fahren Sie fort. Nein, die Abgeordnete hat gesagt, sie möchte keine weitere Zwischenfrage zulassen. Und deswegen bitte ich Sie, in Ihrem Redebeitrag fortzufahren. Viele Experten fordern eine Neubewertung der Kinderimpfempfehlung durch die STIKO. Und mit der harmlosen Omikron-Variante kann man jetzt schon sagen, vermutlich schadet die Impfung Kindern mehr, als dass sie ihnen hilft. Und diesen Fakt unterschlägt die Landesregierung in ihrem Eckpunktepapier zur Corona-Herbststrategie. Und das ist unverantwortlich. Der einzige verbleibende Effekt einer zusätzlichen Impfung, Nebenwirkungen. Und eine Corona-Infektion. Ja, Sie hören richtig, wenn Sie sich nämlich die aktuellen Statistiken anschauen, sind diejenigen, die sich brav ihren Booster abholen, in den Kliniken, auf den Intensivstationen überrepräsentiert. Mittlerweile bedeutet tatsächlich der Corona-Booster, dass die Gefahr steigt, sich Corona einzufangen. Und jetzt will die Landesregierung die Bürger wieder zur Impfung drängen. Denn die aufgezogenen Spritzen müssen weg, bevor sie verfallen und vernichtet werden müssen. Das lassen wir nicht mit uns machen. Kein Cent mehr für diese irre Corona-Politik. Wir sagen Nein zur Impfkampagne. Vielen Dank, Frau Ministerin, dass Sie die Daten aktualisiert haben. Also 155 Anträge, vier davon wurden bisher positiv beschieden. Und trotzdem hat die Landesregierung die Kassen für Entschädigungszahlungen im Doppelhaushalt 2023/24 massiv aufgefüllt. Wahrscheinlich, weil sie weiß, dass es nicht dabei bleiben wird, dass noch einiges auf den Steuerzahler hinzukommen wird, nachdem die Pharmafirmen aus der Haftung so großzügig entlassen wurden. Reden Sie bitte Impfnebenwirkungen nicht klein.
Herr Lüttmann, ich habe mich sehr gefreut, dass Sie in großen Teilen den Kritikpunkten unseres Antrages gefolgt sind. Trotzdem muss ich in einigen Punkten widersprechen. Sie haben aufgerechnet, und zwar aufgerechnet die Personen, die gerettet, angeblich gerettet wurden durch die Impfung und welche, die durch die Impfung zu Schaden, sogar zu Tode kamen. Das finde ich unredlich. Das finde ich aus ethischen Gründen unredlich. Und ich sage Ihnen auch weswegen, weil Sie ja eine Impfempfehlung anpassen können. Wenn eine 32-jährige junge Frau durch eine Impfung eine Sinusvenenthrombose verstirbt oder ein 17-jähriger junger Mann einer Myokarditis, dann ist jeder Fall einer zu viel. Denn das sind ja genau die Patienten, die durch Covid überhaupt nicht gefährdet sind. Da muss ich die Impfempfehlung anpassen. Und das ist ja im Großteil gerade für junge Leute nicht passiert. Sie wissen ja noch das Rumgeeiere der STIKO. Sie sagten auch, das sei eine Erfolgsgeschichte mit der bedingten Zulassung der mRNA-Impfstoffe. Nein, es ist eine Katastrophe. Denn diese bedingte Zulassung der mRNA-Impfstoffe haben bewährte Zulassungsstandards bei Arzneimitteln, bei Impfstoffen komplett verwässert. Sie wissen, es fehlen wichtige Studien zur Wirksamkeit, wichtige Studien, was machen die Impfstoffe im Körper, wie verteilen sie sich, zur Toxizität. All das fehlt, und deswegen ist es völlig unverantwortlich, dass die Landesregierung wieder die Kinderimpfkampagne fahren möchte. Deswegen fordere ich unsere Ministerin auf, stoppen Sie jegliche Empfehlung der Impfung für Kinder und junge Erwachsene. Denn an dieser Impfung profitiert doch vor allen Dingen einer, die Pharmaindustrie. Die Pharmaindustrie, die hat, denken Sie daran, die EU hat allein 5,2 Milliarden Euro Dosen an Impfstoff bestellt, 5,2 Milliarden Dosen für 450 Millionen Einwohner. Da frage ich Sie, warum? Warum bestellt man so Unmengen, wo man genau weiß, die kann man gar nicht verimpfen, wo man genau weiß, ein Großteil wird im Sondermüll landen? Ja, da muss ich doch wirklich unterstellen, dass da ganz seltsame Deals gelaufen sind. Seien Sie kritisch und stoppen Sie diese Kinderimpfkampagne. Vielen Dank. Abonnieren Sie unseren Kanal. Und falls unser Kanal mal gelöscht oder gesperrt wird, alle Beiträge finden Sie auch auf Telegram. Die Links sind unten in der Videobeschreibung.